Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV. Heute spielen wir mal wieder eine Runde Monster Hunter World. Und für Monster Hunter World sind wir heute auch perfekt ausgerüstet. Denn ich habe ein wenig gelootet und gelevelt. Habe mir die Anjanath-Rüstung komplett eingesackt. Und eine andere Veränderung bezüglich der Waffen. Ich spiele jetzt den Bogen. Nicht mehr die Switch Axe. Ich hatte irgendwie ein bisschen Lust, mal den Bogen auszuprobieren. Und das machen wir heute, denn heute ist es soweit. Wir werden zum ersten Mal gegen das Riesen-Lava-Monster kämpfen. Und da habe ich mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und zwar gehen wir jetzt direkt rein in die Geschichtsbücher eingehen, nennt sich die Mission. Und die machen wir jetzt auch einfach direkt mal. Dafür, bevor wir die anfangen, sprinte ich aber nochmal kurz zur Kantine. Ding, 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 ding. Und futter da was, denn ich gehe mal davon aus, wenn wir ein riesen Lava-Steinmonster jetzt bekämpfen müssen, brauchen wir ein bisschen Leben und vor allem etwas, das auch gegen Feuer einen Widerstand hat. Und deshalb nehmen wir ja entweder nicht Verteidigung hoch und Angriff hoch. Schwierig. Nee, ich mache jetzt Elementwiderstand hoch. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin ja wirklich gespannt, was jetzt auf uns zukommt, denn wir haben ja in der ersten Sequenz, die uns im Spiel begegnet, schon das Monster gesehen und das ist ja einfach fucking riesig. Riesig, riesig, riesig. Nice. Schön vor dir und vor dir. Ram, nom, 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 nom. Lecker, lecker. Oh, da kriegt man echt, da kriegt man wirklich direkt Hunger, wenn man das essen sieht. Ausdauer 25 hoch und Elementwiderstand. Und wir starten jetzt einfach mal die Quest. Und schauen, was uns erwartet. Kann es überhaupt noch nicht einschätzen. Weil er sagt ja auch, in einer ersten Stufe, hat er gesagt, als wir uns die Cutscene für diese Mission angeguckt haben in der letzten Folge. Heißt, in einer ersten Stufe müsste ja, ja heißen, dass auch danach noch zwei, drei Stufen kommen. Hilf ihm. Aber jetzt kommt erstmal noch eine Cutscene. Beweg dich! An die Arbeit! Läuft alles? Wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Ha, da müssen Sie das Flammensiegel fragen. Oha. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Was ist? Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Aber sowas von. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Hallo, Teleskop. Da liegt ein langer Tag vor uns. Was geht? Alter Mann? Wir gucken uns erstmal die Cutscene an. Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Okay. Scheint irgendetwas tun. Oder doch nicht? Kommt noch eine Cutscene. Stimmungsvolle Stille. Okay. Ich glaube, der Berg erweckt sich gleich selbst zum Leben. Geil, ja, ich stehe auf diese riesigen Monster, ne? Das sieht so geil aus. Auf eure Posten! Okay, Fratzengeballer! Jetzt geht's richtig aufs Fressbrett. Zora Magdaros. Schon mal ein eindrucksvoller Name auf jeden Fall. Nutzt die Kanonen, okay, Ballisten. Kanonen und Ballisten. Ja. Schießen. Wenn du verwundet wurdest, wie lade ich nach? Ich hab keine Balliste. Okay, Balliste nehmen. Reinstecken. Und dann schießen wir ihn ab, oder?
Ist es das jetzt schon? Okay. Das hat jetzt gefühlt nicht so viel gebracht. Da ist ein paar Kanonenkugeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, die bringen mehr. Okay, ja, hier. Los, los! Warte, ich renne da vorne hin. Halte nicht zurück! Kanone abfeuern. Okay, geil. Der hat schon nachgeladen für uns. Auch geil. Balliste. Bewegung. Nehmen wir mal direkt hier vorne. Und dann hacken wir ihm das in den Bauch. Okay, wir machen auf jeden Fall Schaden. Das ist doch gar nicht schlecht. Haben wir hier noch was? Kanonenkugel. Wir brauchen auf jeden Fall da vorne die Kanonenkugel rein. Ach, guck mal, der lädt für uns nach. Ist das nicht geil? Das ist legendär. Egal, wir gehen auch wieder vorne. Da liegen auch Kugeln, ne? Kann ich noch schieben? Ja. Sehr gut. Jetzt trifft er auch. Oh. Komm. Pack mir jetzt schön viele Kugeln rein. Eine. Was ist das jetzt hier? Nerv mich nicht. Kugel, Kugel, Kugel. Drei Stück können da mal rein, glaube ich. Sehr gut. Noch weiter drehen. Und abschießen. Boah, das hat gesessen. Das hat gesessen. Das machen wir direkt nochmal. Was wollt ihr jetzt von mir? Geh mal weg. Der soll uns aber erstmal nicht interessieren. Wir müssen hier weiter Kanone befüllen. Komm, Messerjocke. Immer mehr rein. So viel wie geht. Und noch einen. Und jetzt wird geschossen. Ich glaube, er hier hat auch schon nachgeladen. Geil. Oh nein, die gehen voll vorbei, oder? Da sind noch Kanonen. Bewegung! Okay. Hast du schon nachgeladen, Boy? Ah, da. Sehr geil. Das klappt doch einmal frei. Helfen wir ihm mal hier beim Nachladen ein bisschen? Zeit, die Bestie zu bändigen! Binder fertig machen! Klettere hoch! Die Binder sind oben auf der Barriere! Verschieße sie mit der Balliste, wenn du so weit bist. Aber vorher hau ich noch eine Kanonenkugel rein. Bin soweit. Ich muss oben. Nach oben. Das ist nicht oben. Hier. Ich muss hochklettern. Wo komme ich denn hoch? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Nein, hör auf. Okay. Jetzt! Feuer! Erste Winterstation, erfolgreich. Wir haben seine Bewegung eingeschränkt. Okay, geil. Jetzt gebt alles, was ihr habt. Wir müssen. Habt ihr schon wieder nachgeladen? Eine Kugel ist schon drin. Packen wir mal direkt in den Flügel. Okay. Gehen wir weiter. Ballistenmunition. In den Kopf. Immer schön rein. Sehr gut. Machen wir direkt nochmal. Wenn das hier schon liegt.
Abstand befindet sich das Ziel. Es ist immer noch nicht geschwächt genug, um einen. Nee, absolut nicht. Der ist auch noch quicklebendig. So, der hat nachgeladen hier, das sehe ich doch. Kanone ist auch gut ausgerichtet. Geil. Okay. Wie sieht es mit dem Ding hier aus? Was drin? Zwei Kanonen. Da geht mehr. Boah, Alter, der hat mir richtig gegeben. Der kriegt jetzt volle Breitseite. Ja, ja, wart ab. Bis gleich. Nochmal, rett nochmal. Oh. Okay, nächste Phase. Der Sora Magdaros ist durchgebrochen. Jäger nutzt die Mernos und geht dann in die Aufsteigenphase des Einsatzes über. Bewegung, okay. Jäger, zur Flugstation. Verstanden, entere die Mistkerl jetzt. Jetzt kommt's drauf an, Partner. Du schaffst das. Darf ich das noch einmal den treffen? Los, los. Ich mach's jetzt einfach nochmal, bevor ich weg muss. Okay, Flugstation. Geil, wir sind oben drauf. Erwarten weitere Befehle. Finde die Magma-Kerle im Panzer des Sora. Das sind seine Schwachpunkte. Oh, geil, wir laufen auf dem Ding rum. Ist das nicht geil? Vorsicht vor dem Magma, das aus dem. Ja, ja, ich pass auf, pass auf. Da ist so ein Kern. Greif ihn an. Oh, wie geil das aussieht. Entschuldigung, ich muss mal kurz die Aussicht genießen. Jetzt bin ich wieder für euch bereit. So, wo ist jetzt hier so ein Kern? Entschuldigung, ich habe gerade mega nicht aufgepasst. Sind die oben? Ich glaube ja. Ich glaube, die sind da oben. Wo denn? Oh Gott, ich bin so verwirrt gerade. Ist das das Ding, was ich angreifen muss? Ja, das ist das Ding, was ich angreifen muss. Sehr gut. Das machen wir direkt nochmal. Und rein damit. Bam. Sind wir schon rein damit. Ach fuck, jetzt habe ich die Kraftdinger gar nicht genommen. Ja, das geht so. Mach rein. Nice. Das glaube ich. Gut, finde den nächsten. Erstmal Ration rein. Dann nehme ich noch einen Machtsamen. Noch einen Diamantsamen. Und jetzt geht das los. Haben wir hier? Geil. Sora Magdaros Hitzeschuppe mitgenommen. Nice. Was ist das hier? Ist das Magma? Komme ich da vorbei? Nee, ne? Nee. Okay. Wo befindet sich der nächste? Das sieht mir sehr danach aus hier. Runter. Aua, 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 aua. Das hat weh getan. Sag mal, wo ist denn jetzt hier der nächste Kern? Okay. Hier war ich ja schon. Ist hier unten einer? Nee, das ist keiner. Dann sind die wahrscheinlich vorne. Und irgendwie nach vorne kommen.
Was hier einer? Nee. Noch nicht. Da vorne haben wir noch einen. Oder? Also sie sind wirklich schwer zu erkennen. Wenn hier irgendwo einer ist, ey, dann müssen wir die doch mal sehen. Uiuiuiui. Ne, hier geht's bergab. Komm ich hier hoch? Kann das sein? Ach so, ich kann hier einfach hochklettern. Guck mal. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen dumm gewesen von mir. Wo ist der nächste? Oh, ich finde es sehr befriedigend, wenn man auf den rumklettern kann. Da ist noch einer. Darf ich hier stehen? Ja, ich darf hier stehen. Eine gute Idee, sich direkt hier hinzustellen, glaube ich. Zack, zack, zack. Ein davon und dann. Okay. Rein damit. Der Supermarkt hat uns die falsche Barriere erreicht. Okay, Zeit, die Bestie zu finden. Einwegbinder fertig machen. Oh, oh, das ganze Ding dreht sich. Oh, 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 oh. Oh, oh. Krass, es aussieht. Okay, muss ich runter? Ja, ich muss jetzt hier runter. Binder bereit machen! Feuer! Volltreffer! Sehr gut. Ja, okay. Moment, ich baue hier eben noch das ab, während ihr gegen ihn kämpft. Die schwarze Gestalt am Himmel. Oh nein! Jäger, ihr müsst sofort auf den Panzer des Sora Magdaros. Wir müssen auf den Panzer. Die Flugdache reisen. Oh, was ist das denn? Diabolos, glaube ich, oder wie das Ding heißt. Aua, 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 okay. Aua, aua, der hat richtig... Ah, der gibt einen richtig. Da muss ich mal kurz rennen und was essen. Ja. Wir müssen dieses Monster vertreiben. Bin wieder da. Hast du mich vermisst? Ja, hilf mir mal. Oh. Alter, das Ding ist so riesig. Aua, aua, aua. Los, zurück in Position, sofort. Zielen! Feuer!
Er ist inzwischen richtig sauer. Ey, was ein epischer Fall. Oh oh. Der ist von der ersten! Meister! Unmöglich. Richtig atmet, ja. Geile Katze, würde ich sagen. Oh oh, Panik, alle fallen runter. Geil. Das ist ein fucking riesiges Monster. Zieht er von dannen. Geil! Auch einiges an Magna von ihm mitgenommen. Was eine gute Zeit war. Sie sind bestimmt ein bisschen hin und her geirrt, einfach nur. Das hätte man optimieren können. Aber epischer Fight, muss ich sagen. Das hat echt Fun gemacht. Das war die erste Stufe, also. Okay. Kommen auf jeden Fall noch mehr. Weil so richtig down war der jetzt noch nicht. Okay, kommt her. Der Rat ist somit zusammengetreten. Zuerst eure Berichte. Wie sieht die Lage aus? Wir haben ihn aus den Augen verloren, seit er die große Schlucht... Wie kann man den aus den Augen verlieren? Der ist fucking riesig. Aber wir haben eine Chance, wenn wir seine Fährte auf der anderen Seite wieder aufnehmen können. Was das angeht, habe ich gute Nachrichten vom Feldteam. Der Sora hat tektonische Bewegungen ausgelöst, die in der großen Schlucht einen Spalt geöffnet nice. Haben. Dieser Spalt ist unsere Chance, die Bestie einzuholen. Das ist zwecklos. Warum denn? Wir haben im letzten Einsatz unsere Ressourcen aufgebraucht. Selbst wenn wir ihn finden können, stehen uns nicht genug Mittel zur Verfügung, etwas ver... Okay. Was sollen wir dann tun, Kommandant? Das weiß niemand. Wir müssen ein Schiff zur Gilde schicken. Ein Schiff? Aber bei der Lage am Himmel und auf See? Trotzdem. Ohne die Gilde zu benachrichtigen, können wir nicht weitermachen. Wir sollten Ihre Entscheidung abwarten. Kapitän, kann aber ich auf natürlich. Sie zählen? Achso, ich dachte, er meint nicht. Keine Sorge, Sir. Ich habe das wilde Meer beobachtet und auf meine Chance gewartet, es wieder zu bändigen. Der Spalt in der großen Schlucht hat uns nicht nur einen Weg, sondern auch eine Gelegenheit eröffnet. Gemeinsam werden wir alles meistern, was dahinter wartet. Und die Fährte des Sora Magdaros finden. Jäger, rückt zur großen Schlucht aus, sobald okay. ihr bereit seid. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten. Epischer Fight, epische Ansprache des Kommandanten. Geil. So, gibt's jetzt eigentlich auch ein neues Spezialwerkzeug ist jetzt verfügbar. Gesundheitsbooster. Das ist ja geil. Hey, Partner! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme okay, mit. Aber ich muss erstmal ein Schwein streicheln. Bacon! Oh, Bacon! Wo bist du? Bacon? Da ist Bacon. Schön streicheln, das klingt Glück. Okay, nachdem wir unser Schwein gestreichelt haben, gehen wir einmal in die Schmiede. Denn ich würde gern sehen, ob es eine... Oh, ich habe den Namen. Irgendwas Magdaros, also von dem Lava-Boy, den wir gerade besiegt haben. Ob es da eine Rüstung von gibt. Dann können wir uns die mal angucken, wie die aussieht. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Ausrüstung schmieden, Rüstung. Ob es da wohl eine neue gibt jetzt?
Hochmetall-Set. Das hier natürlich. Oh, Alter, ist der fett. Und der Helm sieht aus, als hätte er eine Gasmaske auf, okay? Nee, also tut mir leid. Das finde ich wirklich sehr ekelhaft, dieses Set. Da finde ich meins schon ganz geil, was ich jetzt anhab. Das sieht richtig bossmäßig aus, das Königskäfer-Set. Muss man einfach sagen, das muss man eigentlich haben. Das sieht ja so geil aus. Okay, dann schauen wir noch einmal in die Bögen rein, ob wir da jetzt auch was Neues hätten. Nee, haben wir nicht. Wie sieht das bei der Switch-Axe aus? Switch-Axe, da. Barroth. Oh, da könnten wir jetzt die Barroth Panzer-Axe 2 bauen. Das ist natürlich auch ganz geil. Aber das verschaue ich nochmal. Ich will eigentlich hier die haben, die Anjanat. Die sieht sehr geil aus. Man kann die auch was. Okay, aber das soll es erstmal gewesen sein von dieser Folge. DoliTV spielt Monster Hunter World. Wir haben die erste Stufe des Solar Magdaros, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, schon abgeschlossen. Und in den nächsten Folgen werden wir ihn hoffentlich dann auch mal legen. Und vielen Dank fürs Einschalten. Like die Scheiße, teilt es und schreibt unter die Comments, wenn ihr jetzt gerade bei YouTube guckt, wie es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Dann ciao. Oh oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!